Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Survival Fountain of Youth. Mit mir natürlich und euch dabei. Und irgendwas grummelt mich hier gerade an. Ja, wir wollen heute, oder ich will heute mit euch zum Baum des Kartografens gehen und euch das mal ein bisschen zeigen, was man da noch so Schönes machen kann. Denn hier in dem Spiel gibt es auch eine Map, eine Karte, sozusagen Landkarte. Die ist aber noch nicht freigeschaltet. Das heißt, was wir damit machen, werdet ihr gleich sehen, sobald ich den Baum des Kartografen gefunden habe. Achso, das war das tote Skorpion. Ich habe schon gerade gedacht, ich hätte irgendwas übersehen hier. Aber erstmal schnell zum Bäumchen jockeln. Der mit diesem komischen aussieht, als wenn da Stufen dran wären am Baum. Hände. So. Da sehen wir auch schon, das ist der Baum. Recht klein. Finde einen Baum des Kartografen geschafft. Klettere auf den Baum des Kartografen. Und dafür braucht ihr das Seil. Ihr habt euch hier eine Leiter hergestellt. Aufklettern braucht einfach nur dahin zu laufen zu der Leiter. Ihr fallt nicht runter, nix. Ihr geht einfach nur da hoch und könnt hier oben Sachen finden. Zeichne die Ressourcenkarte. Und jetzt kommen wir nämlich dazu. Hier können wir nämlich auf dieser Karte können wir nämlich schreiben, Kartierung und können beginnen. Brauchen natürlich Holzkohle dafür und somit haben wir dann das Stück Land freigeschaltet, was wir hier in der Umkreis oft von dem Baum aus sehen. Einführung abgeschlossen. Jetzt kannst du der Geschichte folgen oder die Welt auf eigene Faust erkunden. So, jetzt haben wir alles geschafft. Was das Tutorial beginnt. Hier mobbt sich mal alles raus. Und kommt wahrscheinlich nie mehr runter, doch. Und hier werden wir schon von alleine runter hier boxiert. Also das heißt, ihr braucht da nicht zu gucken, dass ihr hoffen, dass ihr runterfallt oder sowas. Ich werde direkt auf die Leiter runter geleitet. So, das heißt, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich bin sozusagen vogelfrei. Da würde ich nämlich direkt mal eben kurz auf der Ressourcenkarte was gucken. Dann haben wir Brotfruchtbaum. Tabak. Hibiskus. Was ist das hier? Großer Ast. Glaube, da gehen wir mal hin zum großen Ast. Könnte der hier sein, glaube ich? Nee, ist der nicht. Da sind sie. Die roten hier nehme ich auch mal mit. Und die nehme ich auf jeden Fall mit. 4 Kilo haben wir dann 139 von 46. Wo jagt mich ein Tier? Ich weiß aber nicht wo. Ein Wildschwein und eine. Kommt das Wildschwein jetzt? Aua. Ja, schon hartnäckig hier.
Sperma kaputt gegangen eben. So. Jetzt habe ich ihn geschafft. Wo ist denn mein Speer? Kann man ihn reparieren? Kann man nicht reparieren. Dann das hier mitnehmen, das hier mitnehmen, das hier mitnehmen. Den Rest schmeiße ich alles raus, wenn ich was... Ach, Jungens, irgendwas... Irgendein Vieh jagt mich wieder. Ja. Davon. Ich will doch nur das Wildschwein ernten. Nehmen wir alles. Gucken, was wir da rausschmeißen können. Ja, da brauchen wir ein anderes Messer für. Ah. Oh, okay, das haben wir. Nein, das wollte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Toll, es liegt das unterm Schwein. Kein Werkzeug erforderlich. Achso. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Stein mehr, ne? Das heißt, der Rest muss leider vergammeln. Aber ich wollte noch den Stamm, ne? Wo sind denn die dicken Stämme? Und hier, das habe ich gesehen. Meine Axt auch noch kaputt. Wo ist sie? Da. Braucht man natürlich auch einen Stein für. Ist klar, ne? Haben wir vielleicht Glück und haben hier zwei Steine rumfliegen? Manchmal hat man Glück und man findet hier irgendwo einen Stein oder zwei. Wie es aussieht, habe ich das Glück nicht heute. Das ist blöd. Hier, wenn ich da irgendwo ein Stein rumliegen könnte, wäre es natürlich auch super. Aber es sieht nicht danach aus, als wenn wir das Glück haben. Dann Seil. So, ne, das ist so was hier. Das haben wir ja schon geguckt hier. Na ja. Kann man das da kaputt machen? Ach, guck mal, die kann man mitnehmen. Nee. Oder auch nicht. So, also echt, ich wäre jetzt echt, echt super zufrieden, wenn wir noch einen Stein finden könnten. Das ist echt hier, das ist ein bisschen blöd an dem Game. Du hast, findest kaum Steine hier. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo dieser Steinhaufen war, den wir gesehen hatten beim letzten Mal. Ansonsten würde ich mir da Steine holen. Stärke 2, das heißt, wir können mehr tragen. Das ist doch super. Vielleicht hier noch ein Stein? Nee. Naja, wir haben kein Glück. Da waren die, oder? Das nicht irgendwo hier?
Da. Ich nehme ihn kurz alle und gucke dann, dass wir doch noch irgendwas Großes herstellen können. Beide könnten wir herstellen, neue Verbände, Spiegeleier, Sachen hier. So, und noch ein Knochenmesser. Wo ist denn das andere Messer? Da. Reststeine. Warte mal, das hier muss noch repariert werden. Verlieren mit der Zeit auch Haltbarkeit, die einzelnen Sachen. Einen lasse ich mal in der Tasche. Auch wenn wir jetzt nicht geschlafen haben, werde ich trotzdem mal eben zur Stelle gehen da vorne, weil ich möchte noch was, unbedingt noch was holen. Das Wildschwein nochmal liegt. Wo lag das Wildschwein denn jetzt? Lag doch hier eigentlich, oder? Ich aufpassen, dass ich die Schlange nicht übersehe. Die wollte ich mitnehmen. Der hat mich wieder irgendein Tier. Leute. Das mit dem Tierjagen, das nervt auf Dauer. Die haben mich aber nicht gejagt hier. Super. Ich wollte die Bissen. Damit er nicht mal noch mal auf die Idee kommt, mich zu nagen. So, ich muss mal irgendwas gucken. Da müsste unser Tier sein. So, drei neue Baupläne. Da oben ist der Baum, den ich meinte, den wir in der Nähe hatten. Und da ist das Wildschwein. Die würde ich nämlich normalerweise gerne mitnehmen. So, dann eben noch ein neues Messer machen. Wo ist das alte? Das hier kann dann weg. Baupläne, Messer. So, was schmeißen wir denn dann weg? Drei insgesamt, das hatte ich ein bisschen schlecht. Aber sonst keine Hölzer oder so. Also das sind 0,3. Okay, warte mal, die haben
1,8 Kilo. Noch zu wenig. Gut, 3 Kilo und 15 Kilo insgesamt, alter Falter. 6 Kilo. Wir könnten natürlich auch eben kurz hier Crafting. Können wir nicht was Neues machen? Ein Steinhammer, eine Schaufel und ein Holzhammer. Beides zu bauen. Und eine Harpune mit Stoßzähnen. Was haben wir hier noch? Langer Griff und kurzer Griff. Den langer Griff würde ich tatsächlich mal machen. Weil jetzt können wir uns nämlich auch so eine Steinspitzhacke machen. Oder ja, Steinspitzhacke. Die mache ich aber nicht, weil ich keinen Dienst dafür habe. So, wo können wir noch einsparen? So, da können wir nämlich jetzt die 6 Stunden machen. Geht das? Nee, nicht genug. Das heißt, wir tun noch die rein und machen uns hiervon alle 6. 4 Stunden kochen. Und dann. Das noch? Okay, bräuchten wir 3 davon. Machen wir aber nicht. Wir könnten immer noch nicht laufen. Aber das heißt, wir könnten essen und schon können wir laufen. Aber ich will noch eines machen. Da. Zwar halt noch mehr. Jetzt haben wir nämlich eine Liane. Und eine Liane ist gut zum Seile machen. So, das heißt, ich würde mir jetzt eine Stelle suchen, eine gute, wo man ein bisschen bauen kann. Ich weiß so ungefähr, wo ich eine habe. Erreiche den Standort in der. In der was? Erreiche den Standort in der Nähe der Bucht. Ponce de Leon hat eine Karte mit dem Standort des Fernglases gezeichnet. Ich muss an dem Ort. Genau, hier oben muss ich dann hin. Ist richtig, ja, ist das X, ne? Das heißt ungefähr da in die Richtung. Aber da will ich erstmal ein bisschen außen rum. Damit wir nicht so sehr in Schlangen oder sowas reinrennen. Und wieder ein bisschen die Helligkeit ausnutzen können. Ne? Bin ein bisschen langsam auf den Füßen, weil nicht geschlafen und so. Genau, da meldet er sich schon. Oder ich gehe nochmal zur Dinges zurück und zur Höhle. Und werde dann nochmal ein bisschen schlafen. Und den Rest werden wir dann morgen machen. Uns einen gescheiten Platz suchen, der eigentlich alles bietet. Von daher weiß ich nämlich auch schon so ungefähr wo. Aber da muss ich nochmal gucken, da will ich so einen schönen Blick haben für aufs Wasser und sowas alles. Aufs Meer hinaus. Und so einen kleine Strandbehausung würde ich da gerne bauen. Und ja, das heißt, ich werde jetzt noch mal zurückgehen
in die Höhle rein, schlafen, damit wir ein bisschen Ausdauer kriegen und ein bisschen Leben dazu kriegen. Denn je weniger Ausdauer ihr habt, also diesen Blitz unten links in der Leiste, desto da könnt ihr dann nämlich auch Schaden erhalten so. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das heißt, ich werde erstmal ruhige Mut. Die haben eine viel zu große Range, die Viecher. Der greift zwar nicht sofort an. Früher in der Demo, glaube ich, haben die, glaube ich, nur angegriffen. Da haben die sofort angegriffen, wenn du die gesehen hast. Und das ist jetzt nicht mehr so. Das ist schon mal positiv. Weil da bin ich alle Nase lang gestorben. Und hier bin ich noch nicht einmal gestorben, jetzt seit das Spiel aus ist. Auch nicht in den ganzen Streams bin ich nicht ein einziges Mal gestorben. Ich bin halt ein richtiger Survivalist. Das sind wir auch schon. Na, das doch, ist das noch eine grüne? Ja, und dann können wir die grüne nämlich mal eben essen. Genau, da hat er nämlich Hunger und wenn wir jetzt schlafen, können wir uns wahrscheinlich direkt wieder hochheilen. Bis wann schlafen wir? Bis 11, 12, 13. Machen wir so. So, nun haben wir gut genächtigt. Aber ich würde mal sagen, mit dieser Regenszeit gehen wir dann einfach mal in die nächste Folge. Ich werde dann in der nächsten Folge gucken, wo wir uns niederlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer, und wir sehen uns morgen. Bis dann, euer Wupa. Ciao, ciao.